Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir sind hier durch die Wüste gestapft. Zum großen Leidwesen von Mio, die kann nämlich gar keine Hitze ab. Aber wir haben hier eine Oase gefunden. Ja, ist ja gut. Und Banana will uns jetzt erstmal was Leckeres zu essen machen. Und dann gucken wir uns hier mal um. Hier, da hinten ist eine Ätherquelle, glaube ich zumindest, dass es das ist. Hier glitzert irgendwas sehr stark, was auch immer das ist. Aber, wie gesagt, Banana hat uns losgeschickt, Essen zu sammeln. Zutaten, aber die haben wir anscheinend schon auf dem Weg hierher zusammengesammelt. Also gibt's jetzt Essen. Wir dürfen nämlich sonst nichts anderes vorher machen. Von daher, auf. Essen kochen. Unterkochen kannst du Items verwenden, um köstliche Gerichte zu kochen. So. Links sind Gerichte aufgeführt, rechts stehen die dafür benötigten Zutaten. Wähle nun Bananas Kampfsau-Suppe? Was? Habe ich das... Ich habe das jetzt nicht falsch gelesen, oder? Kampfsausuppe. Dann gibt es heute Kampfsausuppe. Ja, warum nicht? Lecker. Kampfsausuppe. Erhöhte EP, erhöhte Klapp. Klar. Klaupunkte? Aber 2 Stunden Kochzeit hat es gedauert. Behauptet zumindest Banana. Krass. Ja, warum kannst du nicht kochen? Neue Zutaten, mehr Kochroboter. Genau, je mehr sie kocht, desto mehr lernt sie. Universalist, kann alles, macht alles. Mhm. Aha, speziellste Spezialität. Jetzt bin ich gespannt. Vielen Dank. Was? Wie? Aha. Aha. Nicht. Weil großzügig, ganz umsonst. Mhm. Erst Zutaten. Schlängel. Ach so, stachendes Auge, okay. Wir haben schon Schlängels erledigt, ne? Bananas Gerichte bieten temporäre Boni. Sie verhelfen zum Beispiel zu mehr RP, mehr Gold und mehr Sammelitems. So, und jetzt ist hier... Must be thanks to Banana's cooking. I always knew something special. So, und jetzt Riku und Banana. Ach so, ist immer noch... Sammle das gesuchte stachendes Auge. Das haben wir jetzt nicht bekommen. Ist mir aber jetzt egal. Ich will nämlich hier erstmal gucken. Hier ist so viel. Was glitzert da? Wie komme ich denn da hoch? Vor allem. Ah, hier. Na. Okay, ich muss hüpfen. Quadratisches Fragment. Okay. Was auch immer. Guck mal, wir haben ja noch diese Getränke-Quest? Diese Durst-Quest? Weizenpulver. I'll claim the ether here. Ein bisschen Ether mit, genau. Zack. Sehr gut.
So, wir müssen gucken. Vielleicht nicht zu viel Zeit verlieren. Weil das Essen ja auch zeitlich begrenzt ist. Dunkelfischfossil. Aha. So, und wir müssen jetzt von den Schlängeln dieses Auge. Dass wir hier ewig schwimmen können. So, die haben ja, die waren ja relativ friedlich, glaube ich. Die haben uns ja nicht groß angegriffen. Die Hyänen sind eher ein Problem. Euer Litschi, die kann, die ist doch sicher, um die Kehle zu benetzen. Okay. So viel dazu. Anscheinend nicht viel passiert. Haben wir irgendwas? Verlieren wir irgendwas, weil wir sterben? Nee, wir werden nur zurückgesetzt, oder? Das ist eine gute Frage. Verlieren wir Gegenstände, wenn wir jetzt zurückgesetzt werden? Ich habe jetzt wirklich überhaupt nicht. Wow, the red dude right here. Ich habe überhaupt nicht auf unser Leben jetzt geachtet. Aber ja, die Viecher sind ja fies. Die Hyänen. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Mensch! Glotzpinguin-Fossil. Also machen wir doch mal einen weiten Bogen. Ich hatte kurz Angst, dass es ein Monster ist, aber es sind nur Bäume. Machen wir einen weiten Bogen um diese Hyänen. Die sind doch stärker als man meinen mag. So, Moment. Bisschen hier sammeln. Vielleicht noch die andere Quest schaffen. Eintagspflaume. Lecker. So. Sollen wir besiegen? Die hatten wir schon. Ein bisschen Sport nach dem Essen ist gesund. Na gut. Aber eher mäßiger Sport. Nicht gleich ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist auch so eine Mischung aus Schlange und Papagei, oder? Level 16. Wenn mich jemand heilen würde, wo ist denn unser Heiler? Haben wir es jetzt... Hä, was war denn das? Wieso weicht das denn jetzt allem aus? Aua, aua, aua! Was ist jetzt passiert? Haben wir es geschafft? Okay, nee, wir haben es anscheinend nicht geschafft.
Mimi, sag doch was, genau. Angriffsketten. Okay, eine Angriffskette starten. Eine Angriffskette ist eine mächtige Kampfstrategie, bei der die Gruppenmitglieder ihre Techniken in direkter Folge einsetzen. Durch Kombos, Technikanschlüsse und Rollenaktionen füllt sich die Kettenleiste. Sobald sie voll ist, kannst du durch Drücken von Plus eine Angriffskette starten. Das ist schön, dass wir das letzte jetzt erst lernen. Ah, da rechts, okay. Jetzt dürfen wir eine Angriffskette starten. Okay, bei Start einer Angriffskette stehen drei. Ich glaube, das hatten wir auch schon im zweiten Teil. Bei Start einer Angriffskette stehen drei Kommandos zur Auswahl. Vergleiche die Boni, die der Abschluss jedes Kommandos bringt, und entscheide dich für eins davon. Wähle zunächst, wessen Kommando du befolgen willst. Gewaltige Woge. Reduziert während der Angriffskette die Ätherabwehr der Gegner. Ich wollte das Attacken während der Angriffskette die gegnerische Abwehr ignorieren. Steigert Wut für Verteidiger um 30% und gewährt allen Mitstreitern Angriff. Das klingt doch gut. So, dann sollte alles Nachfolgende mehr Schaden machen. Willkommenmitglieder greifen mit Techniken an. Ja, machen wir es doch so. Nee, vielleicht mit ihr. So. Und dann oben. Ach du meine Güte. Wähle Gruppen mit dir, greife mit ihren Technik an, um jeweils Taktikpunkte zu erhalten. Erreichen TP 100% ist das Kommando erfolgreich abgeschlossen. Wenn Bedingungen wie Fraktion oder Rolle dem Kommando entsprechen, erhältst du Bonus-TP. Wenn Bedingungen wie Fraktion oder Rolle dem Kommando entsprechen, erhältst du Bonus-TP. Ja, mach es noch komplizierter. Du sollst halt verschiedene Kombinationen ausprobieren. Für jede Rolle kannst du während der Kommandoausführung einen besonderen Effekt aktivieren. Wenn du die daran geknüpften Bedingungen erfüllst. Präventivschlag. Wenn der Angreifer zuerst attackiert, erhältst du eine große Menge TP. Punktelimit. Wenn du mit einem Heiler angreifst, überschreitet die TP niemals 99%. Aha. Zurück im Gefecht, schließe ein Kommando mit einem Verteidiger ab, um den Charakter mit dem meisten TP zu reaktivieren. Ich bin überfordert. Das Kommando wird erfolgreich abgeschlossen, wenn die TP 100% erreichen. Gut, dann Schmetterling. Oma? Ich habe keine Ahnung. Ach so, er war jetzt ein Heiler. Ah! Okay, dann ist natürlich ungünstig. Wilder Ansturm. Umwerfen. Hey. Ach so, die gewaltige Wurm kommt jetzt erst, was wir da ausgewählt haben. Das kommt zum Schluss. Ich habe gedacht, das kommt zuerst. Und dadurch sind die folgenden Angriffe halt stärker. Aber anscheinend nicht. So, Kettentechnik. Bei erfolgreichem Abschluss eines Kommandos wird eine Kettentechnik ausgelöst. Mit diesem mächtigen Angriff endet eine Phase der Angriffskette. Je nach Wertung werden Charaktere, die schon am Zug waren, erneut verfügbar. Solange Charaktere verfügbar sind und die Kettenleiste nicht leer ist, geht die Kette weiter. Ja, schön. Wähle ein neues Kommando, um die Angriffskette fortzuführen. Während des Angriffs der Angriffskette nicht geblockt werden können. Zu mehr Angriffskette physische Abwehr der Gegner 30% Punkte. Abwehr ignorieren finde ich gut. So. Okay. Und jetzt hauen wir hier einen Schmetterling raus. Und wir hauen tobende Wellen raus. Na, das wird aber... Doch. Hä, sie war doch jetzt kein Heiler. Wieso haben wir hier ein Punktelimit gehabt? Egal. Feste Druck. Nächste Runde.
reduziert während der Angriffskette die physische Abwehr der Gegner. Zack. Finde ich gut. Na, er ist jetzt aber Heiler. Und ein anderer kommt nicht mehr dazu in die Kette, oder? Nee. Okay. War das gut? Ich habe keine Ahnung. Wenn die Kettenleiste leer ist oder keine Gruppenglieder mehr handeln können, ist die Angriffskette vorbei und dir werden die Ereignisse Ergebnisse angezeigt. Echtzeit, weil eigentlich ist es eher taktisch. Oh, ich bin irgendwie gleich tot. Dankeschön. Wer hat Heilung für mich? Könnte ich ein wenig Heilung bekommen? Hier, du hast doch Heilung. Heilung! Ich wäre um Heilung. Sehr dankbar, danke schön. Für Heilung wäre ich sehr dankbar. Ganz passabel. Juwelenschmied, jetzt lernen wir das Juwelenschmied. We've got to practice our chain attacks more often. When they laugh, they really laugh. Aber hier gehen wir außen rum, oder? Guck mal, da ist auch ein Äther. Ätherquelle. Wie viel Äther können wir mitnehmen? Ah. Schon reichlich. Ei, ei, ui. Das war aber eine ergiebige Ätherquelle. Das war ergiebig. Das war richtig ergiebig. Immer schön mitnehmen. Ja, wie ich schon am Anfang sagte, das verleitet einen immer hier. Alles Mögliche mit einzusammeln. So. Juwelen schmieden, bitte sehr, bitte gleich. In vierte Dimension erweitern, okay. Nee. Ah, wir haben einen Edelstein. Ich brauche eine Maschine? Wo hat er die denn versteckt? Wo hast du die versteckt? In deiner Unterhose oder was? Hm?
Nee. An manchen Rastpunkten kannst du unter Verwendung von Idols Juwelen schmieden. Rüst die Charaktere damit auch einen Vorteil im Kampf zu haben. Ja, nehmen wir das mal. Ironclad, eh? Cool. I've been wanting one. Unter Juwelen schmieden kannst du gesammelte Items verwenden, um Juwelen herzustellen. Okay. Ach du oh nein, das sieht ja auch schon wieder so kompliziert aus. Wenn du alle nötigen Materialien hast, kannst du ein Juwel schmieden. Schmiede nun Muskeln aus Stahl 1. Wird maximale KP um 100. Okay. Zack. Looks good to me. Shall we try it straight away? Nun, da du ein Juwel geschmiedet hast, kannst du das Menü verlassen. Okay. Und zack, Juwel geschmiedet. Puh, ist das aufwendig. Glaubt, Landsleben in Wildnis ist komfortabel wie in Kolonie? Ausrüsten, das auch noch. Wo darf ich den ausrüsten? Fertiggestellte Juwelen kannst du im Hauptmenü unter Charaktere Juwelen ausrüsten. Ah ja, kommt schon wieder ein neuer Menüpunkt dazu. Jedes Juwel kann beliebig vielen Charakteren zugeordnet werden. Oh! Mit ausreichend hoher Stufe können Charaktere jeweils bis zu 3 Juwelen ausrüsten. Jedes Juwel verleiht andere Effekte. Passe sie deinen Rollen und deinem Spielstil an. Okay. Jeder Charakter kann mit Juwelen ausgerüstet werden. Wähle nun Charaktere aus. Die Tutorials hören aber auch nicht auf hier, oder? Wähle im Charaktermenü jetzt Juwelen. Und ich hatte mich so gefreut, dass die Menüs übersichtlich sind. Wähle einen Juwelensockel. Zurzeit ist nur ein Sockel frei, aber mit steigenden Stufen erhältst du bis zu 3. Okay. Wähle aus der Liste das Juwel, das du ausrüsten willst. Verlasse das Menü. Okay. Ja, lass uns schlafen gehen. Super. Okay. Die Hälfte, ja, immerhin. Das sieht doch ganz gut aus. So, können wir von hier teleportieren? Ich hoffe doch. Hier, oh, hallo. Mission. Guck mal. So. Haben wir da jetzt schon genug? Ich weiß es nicht. Hier war doch gerade ein Punkt. Was heißt Punkt? Was hat denn jetzt hier Punkt? Achso, dass wir das eine abgeschlossen haben wahrscheinlich. Ja, ja, hier. Rico und Banana. Ah, zu den Lagern können wir auch reisen. Okay. Das heißt, ich würde jetzt mal hier hochreisen. Und jetzt mal gucken, ob wir die Quest abgeben können. Ob das schon reicht. Weil wir haben ja schon irgendwie was gesammelt, was passen könnte. Aber ich hab mir natürlich nicht alles gemerkt, was wir abgeben können potenziell. Okay, so we're handing ja, over. Guck mal, das sieht doch schon besser aus. Oh, die gibt ordentlich. Blaupelmuse.
Panzerkastanien haben wir doch relativ viele gekriegt. Ja, die geben aber nicht viel. Plus 5%. Reicht das noch, die letzten? Ja, das reicht. Dann geben wir die ab. Von denen haben wir ganz viel. So. Wie hielt's so lang? Mhm. Oh. Das ist es ja doch. Oh, wie gemein. Na also, was kriegen wir? Lob und Silbermünzen. Und Gold. Sehr schön. Was war das für eine Anzeige? Ich weiß es nicht. Aber wir freuen uns, dass sie aufgefüllt wurde. Oh nein! Ist nur einer? Dann hauen wir dich. Hä, wo kommst du jetzt her? Wo bist du denn jetzt hergekommen? Wir haben doch jetzt nur gegen einen gekämpft. So, oh nein, noch einer! Wer hat dich denn eingeladen? Ach, was mir einfällt, wir sind ja da am Lager gewesen. Könnten ja nochmal aufleveln. Machen wir das alles gleich mal ein bisschen angenehmer. Das machen wir doch. Können wir noch was liegen lassen? Hier können wir noch was holen schnell. So. So. Dann können wir doch hier eigentlich auch aufleveln und alles, bevor wir das vergessen. So, und dann, hier haben wir eine Interaktion. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie hochklettern. So. Und ich habe mal nachgeschaut im Übrigen, was Kleidung waschen macht. Kleidung waschen wäscht die Kleidung. Mehr tut es nicht, tatsächlich. Die Charaktere werden mit der Zeit schmutzig und dann waschen die sich und sehen wieder sauber aus. Das sieht man dann in den Zwischensequenzen. Hat man relativ am Anfang gesehen, wo sie gegen Möbius gekämpft haben. Da waren sie ja recht schmutzig und so sehen sie dann auch aus, wenn man nicht regelmäßig die Klamotten wäscht anscheinend. Let's make the most of our break, guys. So. Im Moment sind alle noch ganz sauber, aber wir waschen uns trotzdem. Wir sind ja reinliche Helden. So, dann steigern wir noch die Stufen. Wenn es geht. So, ah, zwei Stufen. Wundervoll, so will ich das sehen. Seht ihr, hat sich doch gleich gelohnt. So. Hat sich doch gleich gelohnt. Und damit reicht's ja auch schon. Sehr gut. Und ich würde sagen, das reicht dann auch für heute. Beim nächsten Mal machen wir es dann hier auf. Und sehen zu. Da hinten ist wieder eine Ätherquelle. Gucken, da ist ja jemand, mit dem wir reden können. Hallo, Bliebla! Ich wollte mich gerade verabschieden, aber Hallöchen, dass du hier bist.
Die kommt. So, so. Na gut. Ist doch was. Wieder ein bisschen Interaktion hier betrieben. Nee, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Und dann setzen wir uns noch Reise hier fort an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Begleitet uns auf die Reise. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.